Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sky Exchange. So, ich habe schon mal ein bisschen getestet, wie es jetzt mit dem Siphon ist. Und zwar haben wir hier immer den Frame, natürlich, der bleibt immer da. Und die Meshes haben halt verschiedene Haltbarkeiten. Ich habe jetzt gerade einfach einen Wooden Mesh, also eins mit Sticks quasi, gemacht. Und es hielt jetzt nicht so lange. 10 Sifter hätte es jetzt ausgehalten. Ich glaube, da ist das Silken Mesh auf jeden Fall schon mal besser. Ich kann nochmal eins reinlegen. Und ich habe schon jetzt aus diesen 10 so ein bisschen was rausgekriegt hier an Zeugs. Kohle kann man einspeichern, Lapislazuli auch. Aber die ganzen Gravel-Ores und so sieht schlecht aus. Mal gucken, wie es dann mit weiter gecrushten Sachen aussieht. Mal gucken. Erstmal müssen wir hier ein bisschen an den Blättern rütteln, denn wir sind fertig investiert. Und kriegen jetzt String. Weil die Plattform ein bisschen erweitert, einfach um höhere Auffangquote zu haben. Und die Blättergeräusche gehen mir gerade ein bisschen auf den Sack. Music Flip. Bisschen besser. Nur ein bisschen. Ah. Okay. Also, das können wir schon mal einspeichern. 12 EMC pro Stück. Schön. Crookity Crook. Zack. Na? Na komm. Nun gut, dann eben nicht. So. Wie viel hat Kohle eigentlich? Charcoal mehr? Ich habe keine Charcoal eingespeichert. Okay. Mit Kohle, obwohl Kohle. Noch ein Stick. Ein Stick ist 8 EMC wert. Also 8 EMC plus 32. Sind 40 EMC. Nee, das lohnt sich nicht. Schade, schade, schade. Gespeichert haben wir. Nun gut. Trotzdem. String haben wir eingespeichert. Und daraus wollen wir gleich so ein cooles Silken Mesh bauen. Mesh. Schwupp. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Wir haben ja erstmal das Holz, Hölzerne. Ich brauche mehr Eisen-Ore-Gravel. Kohle darf erstmal umgetauscht werden. Flint. Holz. Silken-Mesh kann ich speichern. Kann ich das Holz-Mesh auch speichern? Kann ich sogar. Tatsache, 36. Cool. Praktisch. Mhm, weg damit. Und erstmal Gravel her. Zack. Sieht auch jetzt neu aus. Ist so ein bisschen fancier. So, ich brauche vor allem halt Eisen. Das ist wichtig. Wow, da kam viel raus. Mal gespannt, was man mit dem Ore-Gravel so alles machen kann. So, da ist unser Eisen-Ore-Gravel. Als erstes runterbrechen. Mhm. Mhm. Hm. Weiter runter geht nicht. Schade. Ich kann es auch nicht. Ah, das ist ärgerlich. Naja, gut. Müssen wir erstmal so schmelzen und so rankommen, weil wegen. Stimmt, Lapis Lazuli ist auch eine super EMC-Quelle. 864 EMC ist geil. Kohle, Flint.
256 EMC. Nein. Ja, learned. So. Flint and Steel, please. Flinsky. So, dann. Wieder erstmal alles, was wichtig ist, wegtun. Wir sind 1-10, ne? Bedeutet, Kämpfen ist schwieriger. Ich würde gerne ein Eisenschwert mitnehmen, auch wenn es teuer ist, aber... Obwohl, ich glaube, ist der Nether böse? Also, böser als... Wir nehmen erstmal ein normales Stone Sword mit. Und ein bisschen Cobble Stone. Cobble Kloble. Okay. Und dann geht's ab ins Vergnügen. Ach genau. Fences. Fence Gate. Wieso? Okay, das ist doch schon mal ganz gut abgesichert. Zack und hasta la vista, ihr Penner. Nee, Spinner. Oder Penner? Ich weiß nicht mehr genau. So. Oh oh. Quest complete. Hier ist ja gar nichts. Natol. Das heißt also, die Monsterfarm muss ich echt aus dem Nichts bauen. Dafür brauche ich erstmal mehr Tools. Sowas wie eine Tür. Und einen Sicherheitszaun und so weiter. Gott, oh Gott, ey. Uff. Ja, Sicherheitszaun. Aber bitte nicht aus Holz. Danke. Mhm. Eine Tür. Was haben wir hier zur Auswahl? Ganz normale Türen. Na gut. Tu mir das nicht an. Alter, wehe. Bitte, nein, oder? Oh Gott. Please. Tu das nicht. Oh Gott sei Dank. Ha! Herzinfarkt! Teach. Und Holz. Nein. Ja. Mhm. Teach. Oh nein, das Ding macht jetzt schon mega viel Lärm. Blödes Portal. So, haben wir Wands? Building Wands? Builders Enna Offset? Creative Banner Wand, Creative Destruction Wand. So, so. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt erstmal uns drüben eine Sicherung bauen. Ja. Half Slabs vielleicht für. Für sicher ist sicher. Ja. Gut. Ich weiß nicht, wie das Spawning-Verhalten im Nether so ist. Ob die Viecher auf Half-Slabs spawnen können. Ich denke nämlich schon. Wir werden es erfahren. Okay, halt, 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 halt. So, erstmal. Sicherungstreppchen hier drumherum. So. Ups. No. Oh, no, no, no. Lass mir schön sein.
gar nicht erst auf dumme Gedanken kommen. Flippity, 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 wubbity. Okay, dann schnell durch. Und dann bauen wir eine Wand. Eine Tür. Und dahinter eine Plattform. So. Hier kommt die Tür mit dem Sicherungszaun. Oh, bisschen wenig Zaun mitgenommen. Verdammt. Ich habe jetzt keinen Bock zurückzugehen, weil ich dann nämlich neu laden müsste. Damit. Okay. Ich könnte auch. Was könnte ich hier machen? Eine Tür reinsetzen. Gut. Wir bauen uns eine Plattform, wo dann Monster drauf spawnen dürfen. Je nachdem, was hier so alles drauf spawnt, muss ich eventuell halt so ein kleines Guckloch noch bauen. Ich glaube nämlich auch Gas können hier drin spawnen. Oder die drauf spawnen. Das wäre nicht so geil. Müssen wir mal abwarten und gucken, wie es sich entwickelt. Das klingt merkwürdig. Es sind, glaube ich, allgemeine neue Geräusche für Nether. Ja, warum nicht, ne? Was ist das? Jetzt habe ich noch die. Kann ich zusammen craften wieder? Tatsache. Nice. Okay. Kurze Konzentration hier noch ein bisschen weiter raus, damit die hier in Ruhe spawnen können. Wo die, glaube ich, auch ziemlich unmittelbar spawnen. Aber gut. Vielleicht reicht es ja erstmal. Als hübsche Spawning Area. Hey. Wer weiß, wer weiß. Okay. Ich muss mal den Befehl raussuchen, den Konsolenbefehl für Neuladen. Weil ich glaube, Neuladen reicht vollkommen aus. Ich muss nicht ja immer von der Map runtergehen. Mein Tablet wieder funktioniert. Vielleicht ist es ja. Es ist nur Text Rollback Neuladen. Eigentlich. Hilft es ja trotzdem. Also F3 und T drücken. Hat nicht geholfen. Okay, gibt es einen. Hallo? Nein, hallo? Was gibt's denn? Nee. Nee. Tja. Slash free. Okay, nein. Ja. Was auch die Zeit sagt, wir haben eigentlich noch Zeit. Aber ich werde jetzt noch ein bisschen ziften. Reicht. Oh, vielleicht reicht ja auch XP kriegen. Kann auch manchmal sein. Nein. Schade. Aber gut, erstmal nichts mit dem Ding machen, sonst speichert das Ding hinterher noch irgendwas. Gut, ich guck mal. Vielleicht ist ja gerade was gespawnt. Das wäre ganz cool. Dann können wir noch ein bisschen was slashen, diese Folge. Sieht sehr mau aus. Vielleicht noch ein bisschen länger machen. Sagt das Questbuch dazu irgendwas eigentlich? Wir haben jetzt da eh einen Quest erledigt. Quest Starbuck 101 to Hell geschafft.
Dimension Returns haben wir drauf. Okay. Okay, was ist denn ein Music Paper? Keine Ahnung. Naja, gut. Und das Questbook sagt, als nächstes kommt Make a House a Home. Gut. Kann ich auch rein und raus scrollen. Okay, EMC Automation. Ja. More than Smelting. The Other Klein. Und EMC Automation. Also, Energy Condenser. Dafür brauchen wir sicherlich verschiedene Sachen. Diese lustigen Pülverchen. Energy Condenser Mark 1. Obsidian, 4 Diamanten und eine Alchemie-Chest. Genau, hier sind die Pilverchen. Low ist Kohle. Middle ist Redstone-Eisen. Und High ist Kohle und Diamant. Und noch ein Diamant. Also 6 Diamanten für den Kondenser. Und MK2 ist sicherlich mit Meta. Naja, ja. Spawn? Nein? Bin ich zu hoch vielleicht? Gut, ich guck mal und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.